Gut, Gonchi Hardcore, dritter Anlauf. Ich bin gespannt, ob wir es heute schaffen, zu überleben. Man muss ja fast gestehen, beim letzten Mal, also im zweiten Anlauf, habe ich ja theoretisch nur so lange überlebt, weil ich 7 Stunden damit beschäftigt war, die Stadt einzuzäunen. Ja, Rüstung. Auch Rüstung. Hau ab. Den wollte ich sprechen. Wer würde Leder nehmen? Also, wir haben ja auf jeden Fall ziemlich viele von diesen Typen. Theoretisch müssen wir das unterbinden, Freunde. Es kam jetzt ein Vorschlag, die Leute, also hier keinen Zaun rumzumachen, sondern die einzubauen. Dass sie halt, wenn die im Gebäude drin sind, einfach nicht rauskommen können. Dann muss ich die aber immer füttern. Ich muss erstmal mich entscheiden, wo ich hinziehe. Ich habe schon mal tatsächlich überlegt, nee, ich will mir nicht selbst ein Haus bauen. Waren hier Schafe? Habe ich eine Schere? Habe ich Wolle? Aber Schafe habe ich, glaube ich, nicht gesehen. War da Kühe, habe ich da gesehen, auf jeden Fall. Schafe. Jupp. Bitte nicht fallen. Dann baue ich mir gleich mein eigenes Bett. Dann kann mir hier keiner kommen und sagen, ich lege mich da immer hin. So, dann müssen wir noch ein paar Bauern, glaube ich, machen. Achso, nee, ein Bauer müsste ja sein. Da war ja doch so ein Wasser. Ein Wassertrog. Also hier unter uns ist auf jeden Fall eine Höhle. Achso, ein Bett mache ich am Dings, ne? Aber ich schlafe gleich nochmal woanders. Cool wäre es eigentlich. Oh, warte mal. Ja, stimmt, hier habe ich, glaube ich, aber zugemacht. Hier waren noch irgendwo die Dinger, wo ich abstürze. Aber wir schlafen erstmal fix. Bin weg ich. Hier war noch. Ne. Ich habe eben nur eine Tür gehört und habe gedacht, hier wäre einer rein. Hier schlafe ich jetzt. Heute Nacht zumindest. Geh weg. Ayuta! Ist das eine Mod oder Vanilla? Vanilla Hardcore. Ich schlaf hier. Hey. Guten Abend. Na, lange. Du. Richtig lange nichts mehr gehört von dir. Ich habe dich auch nirgendwo irgendwie woanders im Chat gelesen oder gehört. War schon ein bisschen irritiert, muss ich gestehen. Ja, ich bin hier im dritten Anlauf. Hardcore. Vanilla. Minecraft. Und ich bin vor kurzem hier an diesem Dorf angekommen und weiß immer noch nicht, wie ich es am besten mache. Das sieht so nach einem Haus aus, wo ich eigentlich wohnen könnte. Mal, ich baue mal das Bett ab. Ich habe keinen Platz mehr. Kürbis da rein, Smaragd da rein, zat. Bett einsammeln. So, jetzt brauchen wir uns ein eigenes Bett, wo ja theoretisch, glaube ich, dann auch keiner reingeht. Das Haus ist erstmal mir. Was fehlt noch zum Bett? Holz. Und Holz. Ist doch gar kein Zaun. Doch. So, warte. Asche über mein Haupt. Also generell, du warst so komplett weg und Twitch. Nirgendwo mehr gelesen, gehört. Wie gesagt, schon ein bisschen Sorgen gemacht. Das ist gar nicht lange her. Ich glaube, vor einer Woche gerade zuletzt gedacht, boah. Wird mir nur offline angezeigt.
Da gibt es echt so große Dörfer. Gut, für mich ist, ich bin erst mit der Version 1.15 dabei. Von daher kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich kenne nur so eine großen Dörfer. Also ich kenne es halt nur so, ne? Und wie gesagt, es hat sich ja jetzt noch ein bisschen geändert. Ich gehe mal davon aus, aufgrund deiner Überraschung, Ayuta, von... War nicht da hinten das kaputte Schiff? Das müssen wir auch noch looten. Das ist nämlich auch noch eins. Können wir gleich mal machen. Ah, ich habe keinen Platz. Ich muss erstmal... Erstmal platzlos werden hier. Ich war selten im Stream, wenn dann nur im Lurk. Beim Witcher-Rausch und im Vampire und jetzt gerade bei Odyssey. Jo. Ich muss mir mal hier so ein Vordach ranmachen, sonst. Achso. Ich habe gedacht, das wäre mein Haus. Weil hier die Tür auf war. Wo habe ich denn jetzt da? Hier war ich, ne? Ja. So, das ist meins. Erstmal. Erstmal machen wir uns ein Bett. Oh, warte. So, Bett. Ein weißes. So, ist mir. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch welche reingehen. Aber da ich das selbst gelegt habe, würde ich jetzt mal sagen, machen die das nicht. Das lege ich erstmal weg. Feder. Achso, eine Eisen. Eisen. Achso, jetzt brauchen wir Stäbchen. Zack. Wir. Ein Steinschwert. Warte mal, ich mache erstmal Eisenaxt. Zack. Zack. So, das können wir eigentlich alles drei wegschmeißen. Mache ich mir noch. Reicht mir eine Eisenschaufel? Reicht nicht eine Steinschaufel? Ja. Schaufel, Stein, Schaufel. Zack. Ansonsten kannst du auf YouTube alles verpasste schauen. Die Folgen sind da hochgeladen. Ja, genau. Ich bin wieder ak aktiv auf YouTube. Und zwar mit dem, was ich hier auf Twitch mache. Ja. Und ich hatte auch bis letzte Woche jeden Tag eine Folge seit einem Monat. Das habe ich ganz gut organisiert bekommen. So, dann hatte ich aber 2 Wochen nicht streamen können und auch nicht offline wirklich aufnehmen können. Und deswegen, ja, klappte es leider nicht. Weiß nicht, ob das jetzt eben schneller ging, was ich gerade gemacht habe. Apfels. Sehr gut. Wir hauen hier erstmal so ein bisschen was rein. Was wir jetzt wahrscheinlich ad hoc nicht brauchen. Das können wir eigentlich gleich mal einpflanzen. Behalte ich mal noch. Erstmal hier sortieren mit der neuen Stadt. Wie gesagt, die habe ich erst kürzlich gefunden und muss erstmal gucken. Was wollte ich jetzt alles machen? Essen muss ich nicht. Ich wollte das wegschmeißen. Ich hoffe mal, der Despawn schnell genug, nicht, dass ich hier demnächst nochmal langlaufe. Wir könnten uns jetzt mal das Dingens angucken. Ist das hier hinten? Das Board. Das kaputte. Wäre es cool, ich weiß nicht, der ein oder andere von euch hat ja das auf YouTube gesehen.
Wäre es cool, wenn man auf YouTube auch den Chat sehen würde? Oder würde das nerven? Ich habe ja mal keine Ahnung, wo die Dinger sind. Muss tauchen, ne? Wenn ich das einfach abklappe hier. Oh. Ein Diamanten. Ich glaube, korrigiert mich gerne, aber es ist mein erster Diamant. Ist mir so kacke. Ich sehe mit der Dings nix. Eine neue Schatzkarte, aber die muss ich mir extra legen. Mit dem Shader, ne? Kannst du unter Wasser nicht gucken. Ist hier noch mehr? Sind immer drei, oder? Oder ist in so einem Rumpf nur zwei? Sonst bau doch ein Lavamülleimer, dann ist der Müll gleich weg. Mit Q kannst du gezielt fallen lassen. Achso. Bin auch eher der Meinung, dass es nicht notwendig ist mit dem Chat auf YouTube. Okay, alles klar. Weil er stört eher dann im Bild, ne? Aber ich mach mal den Shader einmal aus. Der Shader, also ich finde ihn gut nach wie vor. Ja, die Sonne ballert zu doll an der einen oder anderen Stelle. Aber so ist doch schon ein heftiger Unterschied. Es ist halt nur unter Wasser. Oh, Alter, das ist ein Unterschied. Guck mal, hier konnte man noch immer Luft. Ja, genau. Okay, aber hier war die Truhe, die haben wir aber. Guck mal, hol mal Luft. Können wir gleich nochmal tiefer tauchen. Ne, mehr ist hier nicht. Oder kommt man hier noch rein? Glaube, hier sind nur zwei. Nochmal. Eins. Und hier oben war ja nichts. Außer hier wäre noch einer verbuddelt, aber das glaube ich nicht. Vanilla ist schon anders, ne? Ich glaube zwar, ich meine, in so einem komplett versunkenen sind drei. Ich hatte ja ein paar. So ein Pferd. Ich dachte gerade so mit den Fackeln da hinten, das sah ein bisschen komisch aus. Sah so eher so ein bisschen äuglich aus. So. Na, den Sprung habe ich gerade gemacht, um die Rüstung hier so ein bisschen kaputt zu kriegen, aber will nicht. Will nicht. So, was meint ihr? Neues Haus bauen? Bestehendes Haus einfach nehmen, wie ich es jetzt gemacht habe. Die wissen, wie ich bei 7 Days to Die ein Haus bauen kann. Die werden sagen, nimm mal lieber ein bestehendes. Die sind doch auch ganz gut. Ups. Ich würde es wahrscheinlich auch sagen. Aber ich bin mir so unschlüssig, was die generelle Entscheidung angeht, ob ich die wirklich verteidige hier oder ob ich das Risiko eingehe, dass die halt hops gehen, wenn ein Raid ist oder so. Ich hatte ja jetzt bisher nur ein Raid. Wo ist denn mein Haus? Ich hatte bisher ja nur ein Raid, weil ich mal einen angegriffen habe. Alter, ich bin so verplant, Alter. Ich kenne auch dieses Dorf noch nicht. Ich schlafe einfach irgendwo. Ist mein Haus. Wusste ich. Alter, jetzt baue ich mir hier schon ein Bett hin. Ich würde ein neues bauen. Die sind zu klein. Neues Haus. Was denkst du, was alles für Mods gibt für mein. Ja. Aber ich will ja mal Vanilla spielen. Also mir geht es ja nur um die Optik. Ich will ja unbedingt Vanilla spielen. Ich weiß, dass dieses Spiel, dass du hier 100 Stunden spielen kannst. Ach, 100. Zigtausend Stunden spielen kannst und hast irgendwie immer noch Content. Mir ging es jetzt erstmal nur um die Optik und Vanilla kennenzulernen. Das Spiel, was es also geht und so, da wollte ich jetzt noch nichts
on top haben. Ich soll immer viel essen, wurde mir gesagt. Neues bauen. Ja, lieber neues. Okay, also von allen dreien Aktiven sagen alle neu. Raid? Fragezeichen? Jo. Ja, Jutta, die Dörfer werden jetzt geraidet von Räubern. Deswegen die Glocke in der Dorfmitte. So viel Neues. Ja, ich weiß nicht, wann hast du denn das letzte Mal gespielt? Also ich kann dir jetzt nichts dazu sagen, aber dann können die anderen wenigstens einschätzen. Wann du das letzte Mal... Tropenholzstufe war das. Achso, die Schatzkarte hier noch. Die kennen wir. Das ist die neue. Die gucken wir uns gleich mal an. Ich komme halt gar nicht voran, ne? Gerade. Gefühlt. Eisen haben wir. Ohne dass wir einmal unten waren. Brot haben wir auch ein bisschen. 9 Brot. Wir haben auch noch ein bisschen Essen, was wir uns so gemacht hatten. Ich baue mir ein neues Haus. Ist in Ordnung. Also es wird hässlich und wir vergeuden Zeit damit, aber... ja. So, was war hier mit C? Nee. Was hattest du geschrieben? Steht nicht mehr im Chat. Würde ich irgendwie wegwerfen. Ist auch leider. Ich glaube, so ist... Wegschmeißen. Auch gut. Also die Frage ist jetzt... Ist ja kein Kompass drauf. Also das heißt, ich muss einfach wieder... Also ich laufe da jetzt nicht hin, aber... Muss halt einfach irgendwie zwischendurch mal gucken, ob ich auf der Karte mal lande, ne? Okay, also ich baue mir ein eigenes Haus. Entscheidung ist da. Ja, und dann lasse ich die halt... Die haben ja einen Golem. Wir müssen nur noch in der Nähe einen geilen Platz finden. Sie wird schon gerne relativ nah. Das muss jetzt nicht irgendwie hier direkt am Dorf sein, aber nah wäre cool und eine geile Location wäre cool. Vielleicht ohne Höhle, wo man direkt runter... Oh, die ist ja sogar gut. Kann man ja gar nicht reinfallen. Und hat Eisen. Wie zwei Eisen. Hä? Achso, neues Rezept wegen Eisen einschmelzen? Oder was? Weil sonst ist ja kein neues Rezept, ne? Ja, okay. Ist klar. Hier hatten wir das. Da hatte ich nämlich schon mal zugebaut gehabt. Einen Weg hingebaut. Damit ich da nicht direkt runter plumps. Aber da geht es dann auch nochmal direkt weiter mit einer Höhle. Moment. Da gehen wir gleich auch nochmal ran. Damit hier vorne keiner spawnt. Also, Ayuta, was das Nachholen angeht. Hä? Boah, hast du mir den Schreck eingejagt? Was hast du hier? Da hast du. Okay. Die ist einfach nur so. Okay, aber da haben wir eine Höhle. Oh, in den Höhlen bin ich immer noch ein bisschen. Nee, ist der Fokus immer noch ein bisschen da. Du, theoretisch habe ich richtig viele Folgen. Oh, hallo Feuerstein. Das ging ja gut. Können wir nämlich gleich einen Bogen da noch machen. So, ich glaube, das reicht auf jeden Fall, weil wir können uns mit dem Zeug, was ich jetzt... Kies? Ne, ist das Kies? Ja, Kies. Habe ich schon gesehen, man kann das immer wieder aufbauen.
Und quasi wieder die Feuersteine da rausholen. Skarweg, ein wunderschön. Und kurz schon nach dem anderen Dorf geguckt? Nee, ich habe keine Ahnung, was du meintest in den Kommentaren. Mir ist nicht klar, dass hier zwei Dörfer sind. Ich habe durchgesagt, also die zweite Folge, weil zur ersten Folge, da komme ich sowieso nicht zurück. Hier war nur... Okay. Zu dem ersten finde ich eh nicht zurück. Ich habe eine zweite Schatzkarte gerade gefunden. Ups. Ja. Jetzt machen wir uns gleich nochmal einen Bogen da. Und dann gucken wir. Ne, wir gucken erst, wo wir uns ein Haus hinzimmern. Die Insel ist zu klein. Hier schon mal provisorisch mir ein Zimmer quasi gemietet. Kurz hier mal so ein bisschen rumgucken. In der Nähe. Ja, der Server von Skarvik. Grüße gehen raus. Schon ziemlich nice. Also wenn man Zeit hat, ne? Auf einer anderen Insel wollen wir jetzt nicht, ne? Also ich habe keinen Bock mehr zu schwimmen. Also es sieht interessant aus, aber... Noch nichts Schickes gefunden jetzt, ja? Warte, ein Ei? Wo hast du es hingelegt? Hört sich an wie ein Ei. Oh, im Schnee will ich nicht, also im Eisberg. Da ist mein Boot. Das ist Kürbis. Kürbis haben wir schon ein bisschen, aber... Nehmen wir noch mal mit. Ist jetzt nicht das Beste. Dann habe ich so eine Fork habe ich noch nicht, ne? Habt ihr schon Platz gesehen, wo ihr sagt, da würde ich bauen? Noch wieder eine Höhle, sehe ich gerade. Ich hätte sonst überlegt, da auf dem Berg, da wo die, wo das Schiff versunken ist. Das Schiffswrack. Boah, sag mal. Ist auf jeden Fall eine Höhle. Oh. Ich war drin. Huch. War drin in der Ecke. Warte mal, nochmal gucken. Schon, ja, kann ja nur da sein. Der nächste Schatz. Ewig keine Schätze gefunden und dann hier am Anfang quasi zwei. Ja, da gehen wir rein gerade. Boah, das ist Pferd. Creeper kommen hier schon mal nicht hin, glaube ich, ne? Die haben ja nicht so richtig Bock, glaube ich. So, warte mal, wenn wir hier schon mal stehen, machen wir noch mal ein bisschen mehr Vorbereitung für die Bücher. Oh, komm mal her. Zack. Wurden ja ein bisschen Progress im dritten Anlauf, ne? Sind wir drin? Ne. Weil in die Richtung wird es sein. Wir können ja den Schatz vielleicht am nächsten Tag machen. Machen wir den Schatz vielleicht am nächsten Tag. Vielleicht finden wir da in der Nähe dann nochmal in der Nähe ein Plätzchen zum Schlafen. Zum Häusle bauen.
Die Insel. Du hast eine Kirche im Bild gehabt, ganz am Anfang der Folge. Da müsste ein anderes Dorf als das hier gewesen sein. Kürbisse mit der Axt. Achso. Die Bucht ist doch auch nicht schlecht. Jetzt habe ich gerade ein bisschen spiegelt. Conchi, mach doch, wie du magst. Wenn du lieber ein Dorfhaus ziehst, ist doch okay. Kannst ja im Notfall ausbauen. Was Ayuta sagt. Ich hatte halt zuletzt so eine Kirche, tatsächlich, wo wir gerade wieder beim Thema Kirche sind. Die war ganz cool. Hier habe ich jetzt noch kein Haus gesehen, was prädestiniert dafür wäre. Ich sehe das Tor nicht. Was prädestiniert dafür wäre, drin zu bauen. Aber bin ich bescheuert oder was? Was ist das für ein Tier? Ich check's nicht. Ich bin jetzt hier gefühlt einmal im Kreis gelaufen. Diese Schatzkarte macht mich immer fertig. Ein Esel habe ich mal aus der Ferne gesehen. Hallo. Ich glaube, hier wird es sein. Ich kann mir gleich das Boot eigentlich schnappen, ne? Ist schon wieder unter Wasser. Oh. Unter Wasser. Ich habe mich so gequält. Das letzte Mal. Bei dem ersten Schatz. Zehn Kelleretagen tiefes Haus. Wie Gronkh. Was wie das Eis auf der Map, ja. Also muss es hier irgendwo sein. War ganz viel Ei. Muss ich jetzt. Muss ich jetzt. Es muss ja im Wasser sein. Geh einfach mal nach da, guck, was passiert. Auch kein Bett mitgenommen, ne? Nervt mich schon wieder. Aha! Hä? No way. Das ist doch dieselbe. War ich doch. Da war ich doch. Hab ich doch gebuddelt. Ja. Es gibt zwei Schatzkarten. Die eine und dasselbe Ding, oder was? Es kann auch passieren, dass du mehrere Maps findest, auf denselben Schatz zeigen. Drecksding. Warte mal. Also ich will auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall ein Haus am Wasser haben. Richtig? Und ich will eine Angelstation. Und ich will nachts eigentlich auch buddeln können. Ohne vielleicht gleich die Bewohner vom Raid oder Zombies. Kämpfen zu lassen. Deswegen wäre auf dem Berg ein bisschen doof. Die Insel eigentlich fast ganz cool. Habe ich Erde? Nee, Steine.
Nicht schick, aber erfüllt den Zweck. Vielleicht mache ich das erstmal so. Eine Brücke. So. Und dann Terraforming und weg das die Stelle hier.